Hey ho Leute, nächste Runde, wir fangen den Zusammenbau an. Ja, hier sieht es noch genauso aus wie im letzten Teil, aber ist ja auch kein Wunder. Ich habe Cam ausgemacht, kurz abgesetzt und wieder angesetzt zum Filmen. Wir machen direkt weiter. Und zwar hole ich mir jetzt mein Bullauge. Ich denke, ich werde das Alu bloß noch leicht mit einem feinen Schleifpapier anschleifen, dass das so eine leichte, nicht poliert, Dingsoptik hat. Ach, ihr werdet schon drunter schreiben, was ich meine. Und dann setze ich das ein und dann gucken wir doch, dass wir die Türe komplett einsetzen, noch den Drücker hier unten gleich mit rein machen, dass das Kabinett soweit komplett fertig zusammengebaut ist. Und danach machen wir gleich hinten mit dem Lautsprecherbrett weiter. Ja, aber das dauert jetzt natürlich ein klitzekleines bisschen, weil eins nach dem anderen. Voila, und komplett festgezogen wird es dann, wenn die Türe eingebaut ist, was wir als nächstes machen. Also erstmal Scharniere suchen. So, weiter geht's. Wir werden mal hier die Scharniere einsetzen. Da werde ich aber unten vielleicht noch ein bisschen... bewegt sich da was? Das würde gehen. Da werde ich noch ein bisschen Holzleim mit reinpressen. Das mache ich jetzt ganz einfach. Und dann mit den Schräubchen festschrauben. Also, bisschen Holzleim unten rein. Einfach zwecks der Sicherheit. Ob es was bringt, keine Ahnung. Und dann drücke ich die ordentlich rein und schraube sie fest. Und danach dann die Innenteile von der Scharniere ins Kabinett rein. Jo. So, die zwei Scharnierteile da rein und ich bin jetzt echt mega gespannt, ob das Türchen wirklich sauber reinpasst oder nicht. Ich persönlich habe sowas vorher ja auch noch nie gemacht. Ja, probieren wir es aus. Wie gut ich gearbeitet habe, wie schlecht ich gearbeitet habe. Versenken können wir es noch. Ein bisschen tiefer müssen wir noch. Also noch ein bisschen Einstellarbeiten. Definitiv. Ja, gut. Dann probiere ich das mal aus, ob ich das auch noch hinkriege. So Leute, alles noch bloß so halblebig eingestellt. Aus dem einfachen Grund, das mache ich dann erst komplett genau, wenn der wirklich auf der Füße steht. Hundertprozentig auf der Füße. Also die Schublade funktioniert auf alle Fälle. Boah, wie geil. Naja, okay. Diese Automatik von den Scharnieren. Egal, es funktioniert. Ich bin zufrieden. Tja, dann werde ich wohl oder übel, mehr übel als wohl, mehr wohl als übel, egal, mit den Lautsprechern weitermachen. Sprich, ich werde mir jetzt die Lötstation herrichten, die Kabel herrichten, hinten das Oberteil von der Rückwand rausschrauben. So. Und dann
die Lautsprecher einsetzen in die Platte und an die Platte direkt reinschrauben. Das machen wir jetzt. Kabel wieder angelötet. Jetzt noch hier kurz ein paar Punkte Heißkleber drauf, dass das genau in der Mitte dann hier durchgeführt wird. Ja, und dann habe ich ja gesagt, möchte ich das noch irgendwie ausdämmen. Ein klein bisschen, dass der Plastikklang ein bisschen weggeht. Und jetzt habe ich keine richtige Dämmwolle mehr gehabt. Und irgendjemand hat gesagt, nimm doch Polierwatte. Und jawohl, davon haben wir noch ein bisschen was. Da kommt was mit rein. Und dann werde ich die Dinger verschrauben und einsetzen. Genau. Und da sehen wir uns dann wieder dazu. Das Lautsprecherpanel wäre soweit fertig. Ein Deckel drauf und die Schrauben haben so gut gepackt, mir hat es gleich den Lautsprecher nach innen durchzogen. Also das Gehäuse so leicht nach innen gezogen, habe ich wieder etwas lösen müssen. Ja, und dann schraube ich jetzt die obere Rückwand raus und dann setzen wir das Teil ein und ja, danach schauen wir, mit was es weitergeht. Exakt zwei Hände zu wenig. Aber da müssen wir jetzt durch. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Jo, ich bin zufrieden. Mir gefällt es. Ich lasse es so. Wunderbar. Ja Leute, und für alle, wo schon gemeint haben, ich kriege hier hinten das Brett nicht mehr drauf. Schwupp, schwupp, geht ohne Probleme. Na gut, an dem Lautsprecher habe ich mit dem Messer ein bisschen nachgeschnitten, dass der hier vorbeigeht. Aber funktioniert. Tja Leute, und gerade ist mir eingefallen, was ich nicht organisiert habe, wovon ich ausgegangen bin, dass ich da habe, wo ich jetzt auch gleich auf Suche gehe. Das sind Stromkabel, dass ich von dem hier, zu der hier gehen kann. Also sprich, der ganz unten, Kabel komplett hoch zu dem Schalter und von dem Schalter wieder runter zur Steckdose. Naja, Kabelsalat nennt man sowas am Schluss. Gut, ich gucke, was ich da habe und dann sehen wir uns wieder. Oder die Kabel sind Schale drin. Das sehen wir nachher. Ein kackbraunes Kabel habe ich gefunden. Naja, egal. Die Stecker sind auch nicht die beste Qualität. Darum werde ich das Ganze jetzt noch mit der Heißklebe komplett einmal verkleben. Und ja, dann soll es gut sein. Dann kann ich den von hinten neipenöbeln, festschrauben. Ja, das Kabel führe ich dann ganz hoch zum Schalter. Und führst dann wieder runter zur Steckdose. Das mache ich jetzt und wenn das alles drin ist, ist auch die Steckdose angeschlossen und dann geht es weiter. So. Jo, das Ganze jetzt einmal mit dem Heißkleber komplett verklebt. Und dabei kommt mal wieder der Gedanke an die Geschichte von früher. Auch was mit Heißkleber geklebt. Andere Kumpel nimmt einen Heißluftföhn, hält vollen Heißluftföhn drauf und ich sage, was machst du da? Der andere, den Kleber trocknen, sage ich, hallo, das ist Heißkleber. Ja, ich weiß. Ja, das Ganze habe ich dreimal gesagt und danach habe ich ihm dann den Föhn weggenommen. Wir haben uns köstlich drüber amüsiert. Gut. Warum habe ich das jetzt gemacht? Einmal, dass die Stecker nicht abgehen können. Zum anderen, ja, sozusagen Zugentlastung. Gut, das Kabel wird eh fest verlegt. Und das Dritte, der Sicherheit wegen. Normalerweise steckt das ja im Gehäuse drin. Und so kann man definitiv nicht ans 230 Volt Netz gelangen.
aus Versehen mit der Finger, mit der Zunge oder was weiß ich, was die Leute da machen. Okay, noch auskühlen lassen, hart werden lassen und dann kann ich den reinschrauben. Also den habe ich hier jetzt auch hinten nur die Stecker ein bisschen verklebt, dass es wie so, ja, ein Kompaktstecker ist. Den stecke ich jetzt oben schnell rein und dann geht es schon wieder weiter. So, hier drin Steckdose, Kabel hängen noch lose rum, die werden dann alle zusammen befestigt. Dann habe ich hier mal die Steckdosenleiste rein, die USB-Lüfter rein und unten Strom angeschlossen. Und jetzt gucken wir mal, da ist der Schalter, er leuchtet, er Licht hält. Ja, dann gucken wir weiter. Ja Leute, ich würde sagen, die ganze Geschichte funktioniert mit dem Strom. Wenn ich oben ausschalte, war es das, ganz einfach. Oder wieder einschalten. Ja, die 220 Volt Geschichte schon mal drin. Und kann mir Gedanken machen, wo ich weitermache. Schauen wir mal, aber heute nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie spät es mittlerweile wieder ist. Schauen wir mal auf den Tacho. 11. Ja gut. Leute, ich mache Feierabend. Bis zur nächsten Szene, wie immer. Ich bin hier fleißig am Verkabeln. Diese Klebepads, dieses Mal gleich mit zwei Schrauben gesichert. Da ist man relativ... Boah, seht ihr? Den habe ich gar nicht festgeschraubt gehabt und schon hängt er weg. Blöd. Muss ich noch zwei Schrauben nachjagen. Ach, scheiß Handy. Ja. Steckdosenleiste kommt hier so hin. Da kommen auch hier und hier jeweils ein Pad hin und dann einfach Kabelbinder drüber. Dann ist der auch fixiert. Den Lautstärkeregler kann ich doch nicht oben drauf machen. Ich habe festgestellt, mir ist das Kabel zu kurz und ich habe auch keine Lust, das zu verlängern. Ja gut, mache ihn wahrscheinlich hier vorne unten hin. In Schublade geht es nicht rein, da ist er zu hoch. Und ja, ich verkabel mal fleißig weiter, bind die Kabel gleich alle ein, dass die dranhängen und Stück für Stück hole ich euch auch wieder dazu. So Leute, der Kuscht ist hier fest mit den Kabelbindern. Ein Kabel hochgezogen und jetzt geht es dann schon hier los mit dem Monitorkabel. Sprich, ich hole jetzt den Monitor und setze schnell den Monitor rein. Ja, wenn der drin ist, hole ich euch wieder hinzu und zeige euch das schnell. Der Monitor wäre jetzt auch drin. Nebenbei habe ich hier schon mal die Lüfter hingemacht, verkabelt, festgemacht. Jetzt gehen wir aber so langsam meine Klebepads aus. 2, 4, 6, 7 Stück habe ich noch. Und naja, weil jetzt könnt ihr ihn sehen. Der ist nämlich auch schon drin. Oh, die blöde Hand im Hintergrund. Schwupps. Ja, den habe ich jetzt mit ein bisschen Kleber unten fixiert. Mal schauen, ob der Kleber hält. Und ja, jetzt muss ich hier noch fertig verkabeln. Verkabeln, verkabeln. Beleuchtungsgeschichte, Netzteil etc. pp. Jetzt habe ich das schon wieder gesagt. Ah, mir egal. Und ja, was soll ich sagen? Es wird Stück für Stück geht's jetzt Schlag auf Schlag weiter. Jeha! Ja, verreckt Leute, ich bastel und schraub und mach und tu und vergesse komplett die Zeit hier auch, genauso wie es mitfilmen. Also die Kabel für die Joysticks habe ich hier oben auch schon, sind am Raspi angeschlossen. Handlampe wieder raus, bevor es so blendet. Jo, die Kabel habe ich einfach jetzt hier oben drauf. Gut, man hätte jetzt extra Löcher durchbohren können und die Kabel von unten durch, aber nö. Das wollte ich jetzt einfach ganz pauschal nicht. Ich denke mir, man kann die Kabel so ruhig sehen. Das ist ein Computer,
an einem Computer gehören einfach Kabel hin. Ja, aber trotzdem halbwegs aufgeräumt. Ja, der verrutscht mir dauernd. Bin ja gespannt, ob der Kleber noch trocknet unten drin. Und ja. Ja, Bass kann man noch regulieren. Ja, sollte passen. Naja, schauen wir mal. Okay, jetzt noch die Kabel nach oben festmachen. Das hintenrum festmachen. Und dann fehlt einfach eigentlich bloß noch unten der Subwoofer. Den muss ich ja so halbwegs hier drin zusammenbauen wieder. Und dann Beleuchtungsgeschichte oben, Beleuchtungsgeschichte hinten, Scheibe und das Joyboard, Playfield, ja, wie ich es auch immer genannt habe. Also das, was da hinten steht. Jo, ganz genau. Von hinten. Und wer sich wundert, schon die ganze Zeit wächst den Blasen hier. Das war, wo ich Folie wieder abgezogen habe. Ja, ist ein bisschen was von der Beschichtung mit runtergegangen und ja, deswegen klebt es an diesen Bobberles nicht. Naja, egal. Ich lege jetzt hier das Kabel rein, mache das auch noch mit Kabelbindern fest und dann werden wir das Baby hier dann schon irgendwann einmal fertig kriegen. Rückschritte und Fortschritte. Nee, Fortschritte und Rückschritte. Tja, so wieder hier geschehen mit dem Strom. Und zwar Anschluss für die LED-Beleuchtung, was oben reinkommt, ist natürlich das Kabel viel zu kurz, als dass ich unten auf die Steckdose gehen kann. Drum werde ich eine von denen habe ich noch, die mache ich dann einfach hier oben drüber und ziehe hier ein Kabel rein, eine Brücke und ja, ganz einfach hier dann eingesteckt und dann habe ich oben meinen Strom. Okay, und dann wird das Ganze oben noch mit Alufolie ausgekleidet, Leute. Weiß ich zwar noch nicht ganz genau, wie ich das mache, ob ich das tacker, ob ich das klebe, aber wir werden sehen. Schon wieder 11:15. Ich glaube, ich mache für heute Feierabend. Aber gut was geschafft, eigentlich fast die komplette Technik, bis auf die Beleuchtung und den Subwoofer unten rein. Die Steckdose habe ich jetzt auch drin. Hier kommt das Kabel raus. Da liegt schon das Licht bereit. Ja, das muss ich mir jetzt noch überlegen, wie ich das mit der Alufolie mache. Einfach damit das Licht schön nach vorne rausgeworfen wird. Reflektiert wird, sieht einfach dann besser aus. Die Kabel hängen auch alle drin. Der RetroPie ist drin. Rein theoretisch könnt ihr ihn anschalten und der Monitor wird laufen. Aber ohne Joystick und Co. ist blöd, weil die muss ich dann gleich wieder konfigurieren. Die USB-Dose ist übrigens auch mit drin hier. Falls man mal irgendwas Neues auf dem Raspberry draufhaut, kann man direkt hier einstecken. Ja, soweit so gut. Da ist er drin, da ist er drin, jawohl. Ja, ganz zum Schluss werde ich natürlich noch die ganzen Ränder hier nachschwärzen, dass das Weiße weg ist. Und mein T-Molding-Band muss ich auch noch machen. Und dann eben, wie gesagt, noch die Türe ordentlich einstellen. Ha! Bald, bald, bald! Eigentlich bin ich ja fast schon ein bisschen traurig, dass ich schon so weit bin, dass ich bald fertig bin. Weil irgendwie macht es doch verdammt viel Spaß, sowas zu bauen. Ja, was soll ich sagen? Also, ich sage jetzt gar nichts mehr. Schauen wir mal, ob das Video noch weitergeht, wie viel zusammengekommen ist oder ob es dann schon wieder eine neue Folge gibt. Ansonsten, Tschaikowski, beziehungsweise bis zur nächsten Szene. Wir werden sehen. Ja.